Die nächste Aufgabe ist nicht unbedingt leicht. Fortuna Düsseldorf, 13. Minute. Senulau mit dem traumhaften Pass auf Bobby Wood. Und der bringt Union mit der ersten Torchance in Führung. Klasse Pass von Senulau und Wood macht das super. Kontrolliert den Ball und überlupft dann Michael Rensing. Skripski mit der Flanke auf Parensen. Dennis Daube, Freistoß auf den Kopf von Damir Kreilach. Leisner dann ein bisschen zu spät, trifft Bebu. Lukas Schmitz übernahm und Daniel Haas parierte den Elfmeter. Und er zeigte dann gleich nochmal sein Können mit einer fantastischen Reaktion. Union Berlin brauchte bis zur 69. Minute, um den ersten Torschuss in Richtung Fortuna-Kiste abzugeben. Und der passte dann gleich. Bobby Woods, 2:0. Maxi Thiel mit dem öffnenden Außenrisspass. Und Wood bleibt ganz, ganz cool, macht noch den Haken, lässt Madlung ins Leere laufen und trifft ins lange Eck. 86. Minute, der eingewechselte Brandi auf Senulau. Und dann steht's 3:0 für Union. Senulau, wie schon beim 0:1, entscheidend beteiligt. Bereitet das 0:1 vor, bringt hier den Ball beim 0:3 in die Mitte. Zwei Vorlagen für ihn, zwei Tore von Bobby Wood und drei Punkte für Union Berlin. Ein perfekter Nachmittag.